Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Community Beef mit dem Kasem LP. Hallo. Kasem, halt. Ne? Ihr wisst Bescheid. So, meine Freunde des verirrten Geschmacks, gleich seht ihr den Skyline schön upragen, wenn er gekillt wird. Alter, jedes Mal, das ist das Geile, jedes Mal, wenn ich dann Aufnahme starte, bin ich voll die Ruhe selbst. Gerade hab ich mich voll aufgeregt. Aber wir gucken mal, was jetzt geht. Ey, wie... Keine Partys. Ach, so ein Scheiß. Ich will gejagt, frei für alle mal. Sollen wir mal spielen? Wollen wir mal Waffenspiel spielen? Ja, das Dann spielen wir mal Waffenspiel. Das Dumme ist, ich höre jetzt den Kasem zweimal. Das ist voll scheiße. So, Leute, ich kann noch mal eine kleine Information... eine Information mal jetzt gerade mal freigeben, preisgeben. Und zwar nächste Woche, den 11., also 11.3. müsste es sein jetzt, muss ich mal kurz gucken. Ja, der 11.3. bis zum, bis einschließlich 14.3.2014, ich weiß nicht, wann ihr das ja guckt, bin ich in München. Ich werde gucken, ob ich da Videos hochladen kann oder nicht. Entweder drehe ich halt vor und render und lade das schon vor hoch. Dann kriegt ihr halt an einem Tag 6 Videos oder sowas reingedrückt. Ja, wesentlich mehr wahrscheinlich. Dafür gibt es dann halt über die Woche halt dann erstmal nichts. Sondern ja, wie gesagt, nur so jetzt diese Angelegenheit. Ah, kein Let's Play ohne Nase hochziehen. Ah, lecker. Hätte ich mir auch gerade die Suppe sparen können. Ganz ehrlich. Ja, wir spielen jetzt, wie ihr gesehen habt, Waffenspiel. Ist kein bestimmter Grund. Den gerade habe ich gegen Kasem mal gespielt und dann, ficken. Habe ich gegen Kasem gespielt, da hat er gemeint, er hätte mich mal ausgeschaltet. Da war es vollkommen anderer und kurz danach habe ich ihn in den Rücken geballert. Ja, und dann im nächsten Spiel habe ich ihn wirklich ausgeschaltet und er war erstmal am Boden. Ich war am Boden zerstört. Du hast mich ausgeschaltet? Ja, in dieser Fabrik. Ach komm. Du musst jetzt echt nicht anfangen zu lügen. Weil du nicht ordentlich filmen kannst. Also bitte. So ein Scheiß, ich guck die ganze Zeit dahin, es kommt keine Socke. What the fuck jetzt, Alter? Oh fuck. Jetzt war ich kurz, jetzt bin ich dir gerade hinterher gerannt. Ficken, Alter! Mann! Nicht halt jetzt, ist mir auch egal. Boah, es war nur ein Stück Papier. Wechsel. Alter Schwede, das war jetzt mehr als schlecht. Gewehrter geballert. Och ja, von hinten und von vorne, ey. Könnt alleine ein Sandwich machen, Alter. Ketchup war you Sandwich. Vor allem, weil das bei mir ein bisschen schwer ist. Also ich krieg 2 Pipen in den Arsch. Ey, jetzt sag nicht, er hat mich gemessert. Fuck, man. Ich gehe hier gerade so richtig schön in diesem Spiel mal ab. Wenn man davor die Spiele sieht, die ich mal gemacht habe, wie dreckig ich da abgelost habe. What the fuck? Gibt sie nur in Waffenspiel? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Danke. Was ist das denn jetzt für eine Waffe? Ich hab ein fettes MG.
Was habe ich denn hier für ein Drecksvisier drauf? Eins der neuen Visier oder was? Da habe ich die neuen Dinger auch gar nicht runtergeladen. Ey, ja! Das Visier ist voll auf den Gegner drauf. Er schießt viermal drauf, aber wer er trifft, das wäre voll scheiße und so. Danke, jetzt wo ich nicht getroffen habe, ey. Leck mich am Arsch. Was war das für ein dreckiges Visier, Alter, ohne Witz. Ach, und ich gucke ihn direkt an, da steht er wie eine Wachspuppenfigur, Alter. Der hat gerade vor mir ab. Alter, wie erbärmlich war das gerade? Habt ihr das gesehen? Ja, natürlich habt ihr das gesehen. Ihr seid ja auch mein, ja gerade mein Bildschirm. Mit zwei Stück mit dem Rücken zu mir. Ich krieg keinen von beiden, Alter. Kannst du keinem erzählen. Hast du Mikro? Nein, nicht schon wieder. Was für eine Dreckswaffe. Ich hasse Schottis. Hä? Hier war doch gerade einer. Alter, mir vor der Nase direkt weggenommen. Bleib mal stehen. Ich weiß, ich hätte messern können, aber ich will auch mit den Waffen vorwärts kommen, Leute. Ah, ich habe dich niedergeschossen. Muhahaha. Die Launcher. Du musst mich verarschen. Das war ein Treffer. So, weg da. Bin ich jetzt wenigstens eine neue Waffenfoto? Ah, ich muss weg. Ficken, Alter. Diese scheiß Revolver. Vor allem, warum hat dieser Revolver jetzt überhaupt ein Visier drauf? Boom! Sofort weggenommen. Warum tust du das? Okay, das reicht mir schon. Erster Platz. Boom! Hat deine Mutter dir nie beigebracht, dass man mit Messern nicht spielt? Das ist Pappe. 9 Abschüsse, 14 Tote, oh mein Gott, das ist lustig. Gut, wir können was anderes spielen. Flatliner, schon wieder was freigeschaltet, ich verstehe es nicht. So, jetzt nehmen wir mal... Ja, ich hab... Herrschaft? Ja, ist ordentlich, such dir was aus. Ich soll außen, okay. Eine KT ist oben, eine ist unten. Gejagt gibt's ja jetzt gar nicht mehr, oder? Was für ein Scheiß. Gejagt war mit der, das coolste Spiel, was ich je gespielt habe. Es gibt's noch Gejagt frei für alle. Was für ein Fick. Jetzt infiziert es absolut. So ein Scheiß spiel ich denn nicht. 266 gespielte Spiele. Na, was willst du? Okay, ich glaube, ich hatte damals in MW1 irgendwie 4000 Spiele und über 18.000 Tode. Lol. So, meine Freunde, hier seht ihr jetzt mal gerade meine Rap-Anzeige. 28% haben sie bevorzugt oder keine Beurteilung und 72% haben sie auf gemieden. Slang ist anscheinend bei 10%, was eigentlich unmöglich ist, weil ich meistens, weil ich immer nur Headset anhabe, wenn ich in einer Party bin. Das macht also keinen Sinn, warum mir jemand Slang da geben sollte, aber ist ja auch egal. Verhalten, 15% aggressiv, liegt daran, wenn mich jemand teabaggt, teabagge ich zurück. Und sportlich, ja, habe ich ja gerade gesagt, und beendet vorzeitig, ja, ich lasse mich halt ungerne verarschen, ne? Nehmt die Ziele ein. Guck mal, das kriegt, das muss dir ein Spieler geben, sozusagen. Nee, wird gesichert. Ach so, das hab ich nämlich auch gesehen. Ja, es gibt immer irgendwelche Spacken, Alter. Satcom-Verbindung aktiv. So, jetzt sehen wir mal mich in vollkommener Action. Bravo wird gesichert. Aber ey, jetzt mal ohne Witz, Leute. Ich werde zwar in keiner super Qualität, aber wenn das Spiel rauskommt, am 13. bin ich ja noch bei meinem Kumpel. Wir gehen in Führung.
und also beim Impi. Und dann nehme ich das mit der normalen Kamera halt auf und dann werden wir ein bisschen Titanfall suchten. Wenn wir unsere Meinung abgeben. Weil er hat mir mal eine interessante Frage gestellt, ob ich der Meinung bin, dass Titanfall die Community oder die Vorherrschaft von Halo, Battlefield und COD mal ordentlich in Schwanken kriegen bekommt. Oder ob das einfach nur so ein Spiel ist, was jeder mal so spielt, bis von seiner Lieblingsserie halt die neuere Variante rausgekommen ist. Das ist echt interessant, weil das kann ich jetzt wirklich schwer sagen. Sehr schwer sagen. Ob das jetzt irgendwie mal gesagt wird, okay, es ist ein Spiel, was jetzt auch wirklich längere Zeit gespielt wird von allen möglichen Suchtis. Vor allem, weil es eigentlich die Macher von COD sind. Also wird sich also einen kleinen 13-Jährigen am Essen. Fick, na fick, fuck! Stirb, du Lappen, Alter. So unbedingt das neue Add-on hiervon. Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, ey. Nein, das ist mein George. Ja, voll witzig. Mann. Wir verlieren Bravo. Alter, deine Mutter sollte mal die... Wir haben Bravo verloren. Ich fass es doch nicht, ey. Feindliches Abkommen gesichtet. So, habt ihr mich vermisst? Ich habe das Spiel als CD gekauft und nicht runtergeladen. Hätte ich diese längst zerstört. Ich bin auch manchmal kurz davor, das Ding einfach nur als Frisbee zu verwenden. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst, ey! Wie kann denn der Spack jetzt... Stirb einfach! Satcom bereit. Alpha wird gesichert. Satcom-Verbindung aktiv. Wow, ich hab mal jemanden gekillt und von hinten kam wieder derselbe Spaß, der mich schon dreimal gekillt hat. Was hat er für ein Minderwertigkeitskomplex? Alter, diese Waffe tötet eigentlich instant, Alter. Die ist an sich schon hardcore, wenn du sie nur einmal, wenn du nur einmal triffst, tötet sie eigentlich schon fast, automatisch. Aber ich habe extra noch alles reingeknallt, damit die Stärke nochmal nach oben gepusht wird. Weißt du? Das stimmt immer noch nicht, Alter. Nee, ich will nicht, ich bin eine Frau! Ich habe 10 Fingernägel, die brechen können! Das sind meine Katzenleben! Verlieren A. Hätte gerade da einen langlaufen sehen. Was zum Fick? Ja, genau, schon wieder diese Spaß. Mein Gott, was für Minderwertigkeitskomplex habt ihr eigentlich? Minister Griffin unterwegs. Einfach nur alles zurück. Nein, wir haben keine Taktik. Nein, wir sind keine 10-Jährigen, die nichts können. Da auf ein Hahu. Wir verlieren Alpha. Wenn ihr euch gerade wundert, hey, warum kriegt der Spacken nichts hin, ne? Das liegt daran, dass dieser Spacken gerade nichts hinkriegt. Nicht. Alter, das gibt's doch nicht, ey! Ich hab verfickt noch mal einen vor mir! Mann! Was ist das hier überhaupt? Wir verlieren Alpha. Stirb, du Lacker! Wir haben Alpha verloren. Der Feind hat Alpha. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Warum guckt der denn im richtigen Moment hier runter? Ja, warum stirbt er nicht, ey? Diese Waffe, das ist just mal instant. Alter, du musst nicht unbedingt hinter mir spawnen, Alter. Mann! Wir haben Bravo verloren. Diese scheiß Army-Fähigkeiten. Der Feind hat Bravo. Weißt du, du guckst die ganze Zeit an eine Ecke hin. Die ganze Zeit. Komm, keine Sorge, du drehst dich um. Oh, jetzt kann ich da langlaufen. Ist nicht dein Ernst. Oh Gott, ich bin ein Ami. Und ich bin wir haben A verloren. Hass, deswegen darfst du mich nicht killen, weil das ja Rassismus ist. Was? Nein, wir sind Deutsch, das wäre schon wieder rassistisch, wenn wir jemanden töten. Wir sind sofort Nazis dann. C wird gesichert. C gesichert. Sagen. Ach komm, ey.
Alpha gesichert. Also, deine Mutter sollte eigentlich mal in die Jungfahrt werden, ganz ehrlich. Ich bin ja so der Meinung, dass Amis so extra Perks haben, wie Spawn hinter dem Typen, der gerade deinen Kollegen getötet hat, und hinten so viel Schuss im Magazin, bis einer kippt, und wer zuerst schießt, stirbt zuerst. Und da ich meistens immer derjenige bin, der zuerst schießt, bin ich auch meistens immer derjenige, der auch zuerst stirbt. Dementsprechend. So, ich leg mich jetzt hier hin, campe, und es kommt gleich einer von hinten wetten. Es macht nichts, dass hinter mir Kollegen sind. Ich sterbe trotzdem. Wir verlieren B. Mann, normalerweise Waffe Instant Killer. Vorräte warten auf Zielvorgabe. Satcom-Verbindung aktiv. Ich bin auch wieder an einer völlig beschissenen Stelle, ey. Wir verlieren Bravo. Hier verliere ich doch meine Vorratskiste sofort, ey. Ich kann's ja vergessen, Alter. Wir haben B verloren. Ihr seid sicher, dass... Oh, genau das. Mach uns bereit. Na komm her, Pfiffi. B wird gesichert. Der Feind hat Alpha. Bravo gesichert. Achso, Bravo haben wir gesichert. Man hat auch sparen können. Feindliche Satcom gesichtet. Alter! Oh, ich wurde gerettet, ich werd irre. Wir verlieren Bravo. Recht da oben auf dem Dach. Wir haben Bravo verloren. Natürlich steht noch einer da. Schön, Köter. Schön, jetzt piss noch auf seine Leiche, Alter. Schön in die Augenhöhle rein. Alter, ja, weißt du, das ist unendlich lange am Schießen. Ich komme hinter Deckung, was passiert? Jetzt kippe ich auch erst. Danke! Das war mein Instant-Kill hier, ich werde irre. Verdammte Scheiße. Nein, das ist ein Let's Community Beef. Wir verlieren B. Wir verlieren B. Ein Wichser! Aber scheiß Köter. Der Feind hat Bravo. Los, Pfiffi, besteig den scheiß Köter, Alter. Vergewaltige ihn, Alter. Feindliche Satcom gesichtet. Alter, natürlich habe ich den falschen Weg genommen. Ich konnte nur den falschen Weg nehmen. Achso, ich möchte mich auch nochmal kurz bei einem YouTuber bedanken. Namens Turox. Ich habe den jetzt mal gerade voll krass verlinkt. Wachhund wurde getötet, Leute. A wird gesichert. Sind jetzt eigentlich mehr als 67 geworden? Ja, ich möchte mich bei ihm bedanken, weil ich war mal bei der 60 wieder, von 64 auf 60 an einem Tag runter. Und da hat mich der Turox mal in seiner Videobeschreibung, also Videobeschreibung, das heißt Videobeschreibung, in seiner angesagten Liste mal hingelegt. Und da haben mich gleich... Der Feind hat Bravo! Verdammter arschgesichtiger Hurenspast, Alter! Wir haben gleich sieben Leute mal Hi gesagt. Haben auch mal ein bisschen deine Videos mal ein bisschen kommentiert, was mich sehr gefreut hat. Wir verlieren B. Satcom-Verbindung aktiv. Wir haben Bravo verloren. Das interessiert mich jetzt echt langsam Scheiß, dass wir Bravo verlieren. Von mir aus kann deine Mutter auch mal deine Jungfräulichkeit verlieren, Alter. Ja, den Witz bringe ich jetzt zum sechsten Mal. Ist mir auch scheißegal, Alter. Mann! Satcom-Verbindung aktiv. So ein dreckiger Wichser. Mein Gott, wie kommt er auf dieses behinderte Dach? Feindliche Satcom gesichtet. Ja, das ist das, meine ich. Ich hatte den Gegner getötet und bumm, war einer hinter mir. B
Mein Kater schmeckt auch wieder rum. Das heißt, er schmeißt gleich wieder irgendwo auf den Tag. Ja, genau! Genau, er schießt gerade auf das Metall. Vielen Dank! Danke, Digga, endlich mal! Hey, ich hab mich selbst retten können! Boah, hab mich wieder retten können! Was ist jetzt los? Irgendwas stimmt gerade nicht. Ich hab mich gerade zweimal retten können. Wie rettet man? Ja, wenn jemand auf dich ballert, du ihn dann auch vorher tötest. Hast du dich gerettet? Ja, warum auch immer er mich noch treffen konnte, aber es ist auch scheißegal, er wollte es, also passiert es auch so. Verdammter Hacker, Alter, wie beenden das jetzt am besten? Mist. Das ist nur die Kacke am Dampfen, oder keine Ahnung. Hören Sie mich an, ich bin hässlich, yeah, und jetzt sterbe ich wegen Hässlichkeit. Wow, guck mal, wie umwerfend hässlich ich bin. 21, Alter, was willst du eigentlich von mir? Mit einem sehr wohltuenden Skyline, der total erfreut ist über dieses Blutgeld, Scheiß und Aufsteiger, Lappenscheiße. Jemand, der total freudig ist, wird jetzt sagen, ja, wir sehen uns dann irgendwann mal online hoffentlich. Bla, 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 bla. Bis dann und dann. Tschüss.